EU-Gipfel bringt Wiederaufbaufonds auf den Weg. Er soll der unter der Corona-Krise leidenden europäischen Wirtschaft helfen. Details arbeitet nun die Kommission aus. Der Umfang des Fonds ist noch unklar. Kommissionschefin von der Leyen deutete an, man müsse mit 1 Billion Euro rechnen. Beratungen über weitere Lockerungen. Das Treffen von Bund und Ländern soll nach Angaben von Bundeskanzlerin Merkel am 6. Mai stattfinden. Die Auswirkungen der Öffnung der Läden sei erst nach 2 Wochen abschätzbar. Bisher war erwartet worden, dass bereits Ende April über weitergehende Schritte entschieden werden könnte. Klimaproteste trotz Corona-Pandemie. Die Fridays for Future-Bewegung hat für heute zu einer Online-Demonstration aufgerufen. Es soll unter anderem einen 24-Stunden-Livestream geben, in dem Klimaaktivisten und Forscher aus aller Welt zu Wort kommen. Ursprünglich wollten weltweit wieder Hunderttausende gegen den Klimawandel auf die Straße gehen. US-Kongress verabschiedet weiteres Corona-Rettungspaket. Es umfasst etwa 500 Milliarden Dollar und soll vor allem kleinen Unternehmen und Krankenhäusern zugutekommen. Es ist bereits das 4. Hilfspaket. Insgesamt belaufen sich die Maßnahmen der USA inzwischen auf rund 3 Billionen Dollar. Protest im Libanon flammen wieder auf. In der Hauptstadt Beirut gingen den 3. Tag in Folge Demonstranten auf die Straße trotz Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Die Proteste richten sich gegen die schwere Wirtschaftskrise und die politische Elite im Land. Das Wetter. Heute vom Westen bis in den Süden die meiste Sonne, aber über den Alpen am Nachmittag einzelne Schauer. Sonst teilweise dichte Wolken, teilweise aber auch freundlich und trocken. 11 bis 26 Grad.